Was ist hier schon? Detail, Goshoshiro Sho, die Startbewegungen. Als erstes, Osaioki ganz langsam bzw. den Ellbogen heben oder den Unterarm heben, der Ellbogen bleibt innen, nach unten drücken und gleichzeitig die andere Hand zur Brust. Den Schritt nach vorne und der Körper schließt ab mit der Faustdrehung. Als zweites, Kakiwaki, okay, seitlich. Zügig starten und dann Arm und Fuß zusammen. Zügig ran. Also immer schauen, dass Fuß und Arm zusammenpassen. Ich zeige mir von hier. Fuß und Arm. Im nächsten Teil, ich zeige die Gesamtbewegung als erstes und dann erkläre ich ein paar Details. Als erstes das Übersetzen, Gewichtverlagerung, den hinteren Fuß mitnehmen und Fuß und Arm zusammen. Rennzuki aus der Hüfte bzw. aus der Spannung von den Oberschenkeln. Und jetzt ist wichtig, nach dem Mai-Gerät das Zurückschnappen, hart vor. Ja, also das Absetzen aktiv nach vorne. Und beim Zurückgehen den Arm vom Partner nehmen, fassen und die Hüfte ziehen. Der Ellbogen deckt das rechte Auge ab und die rechte Hand zeigt nach außen. Schaut so von der Seite aus. Die nächste Bewegung ist das charakteristische Detail aus der Goshoshiro Sho. Deswegen, ich erkläre es Stück für Stück. Als erstes die Drehung. Körper, Ausholbewegung, Yoriash. Der vordere, der rechte Arm schließt mit der linken Schulter ab. Die Ausholbewegung ist mehr von der Seite. Als nächstes, Ellbogen bleibt stehen, geht dann Shuto und der rechte Arm genau seitlich wie Uchiyuki wieder schließt wieder mit der Schulter oben ab. Jetzt beim Vorwärtsgehen, Gewichtverlagerung, Ellbogen nahe zum Körper herziehen. Und auf den direkten Weg vor aus der Hüfte, dann linke Hüfte und wieder rechte Hüfte ein bisschen zurückschnappen ist am besten. Und das Handgelenk drückt leicht nach vorne unten. Jetzt kommt die Wendung. Bei der Wendung, ich zeige es extra von der Rückseite, ist nach dem Nukite keine Ausholbewegung.
denn eigentlich ist es ein Griff zum Kragen und ich drehe den Gegner direkt mit, deswegen keine Ausholbewegung. Von hier, Fuß, Körper, Handflächen zeigen nach oben, übersetze und jetzt, wenn ich nach links gehe, linker Arm unten, rechter Arm oben und nach vorne fassen von oben drauf. Zudrücken. Andere Seite von der Hüfte, selbe. Übersetze, jetzt geht es nach rechts, das ist der rechte Arm unten. Ja? Was man nicht machen soll, ganz gerade nicht nach vorne fassen, sondern eher der linke Arm von oben, das ist eher der Block, zieht runter und zieh. Ja? Also schaut so aus. Der Gegner greift an, ich drücke von oben nach unten und von unten nach oben. Dann der Griff. Ja? Ich mache das Ganze noch einmal. Die nächste Passage ist die Bewegungsstruktur von Kyaku Shutuchi und Urashutu. Jetzt in der ersten Bewegung, Seluto. Jetzt dreht die Hüfte als erstes. Der Ellbogen folgt wie eine Peitsche und schnappt nach vorne. Rausdrehen ganz leicht, also die Hand leicht rausziehen und nachdrücken. Selbe mit der anderen Seite. Und immer am Ende die Handdrehung und die Hüftdrehung mit Hikiti gleichzeitig abschließen. So, jetzt kommt ein sehr wichtiger Teil. Kyaku Hami, also Kyaku Uchiuki, bei der Ausholbewegung den vordere Ferse leicht anheben und jetzt die rechte Hüfte nach vorne stoßen. Nach dem Maigiri zurückschnappen, geht dann zu Kiki, wie in der Kata Empi. Jetzt der Schritt, selbe, aber jetzt den hinteren Fuß stehen lassen und den vorderen Fuß anpassen. Die zweite große Wendung wieder ohne Ausholbewegung, Hüfte. Als nächstes Tati Shuto in dem Augenblick, wo das Knie hochgeht. Ausholen, nach vorne drücken, absetzen mit Tsuki. Selbe zur anderen Seite, mit dem selben Arm. So, im nächsten Teil, die erste Bewegung kann ich in zwei verschiedenen Geschwindigkeiten machen, entweder langsam, so machen es wir meistens, oder schnell. Also den Arm ran, den linken Fuß ranziehen. Nochmal dasselbe Detail von der anderen Seite, hier erkläre ich jetzt die Kleinigkeiten, also wenn der Fuß rangeht, beide Hände an die Hüfte, beim Aufstehen. Hoch, denn der Gegner umklammert mich. Jetzt kommt Steißbein nach hinten und Hasanuki. Den Kopf nicht zu weit nach vorne. Jetzt diese Greifbewegung von den Armen ist so wichtig. Also nicht nur die Arme herziehen. Anschließend Hüfte und drehen. Ja, es ist eine Greifbewegung der Arme, wenn der Gegner mich umklammert. Zeigen wir dann später in der Bunkai. Der letzte Teil der Kata, als erstes, Arme bewegen sich als erstes, Neko Ashidachi, geht dann Shutubarai. Keito, Finger strecken, als nächstes, Kosadachi, Chodan Seryuto, Seryuto heißt Handkanten nach vorne, ja, im Kyan. Und die letzte Bewegung, Bunkai Gojo Shio Sho. Erste Technik. Angriff ist Tsugiyashi, Kyaku Tsugi oder Oizuki Chūran, ist beides richtig. Aus der Kamaistellung den Arm nicht so hoch, direkt entgegengehen, angreifen. Nochmal, Timing ist wichtig. Wenn der Gegner startet, starte ich auch.
Zweiter Teil ist Übersetzen, Kakiwakyuki. In der Kata sieht man das Ganze im Vorwärtsgehen, in der Anwendung ist besser rückwärts. Und sofort Kisa mit Kyabutsuki als Konter. Dritte Technik, Tate Shuto, Renzuki, Maigiri Chunzuki. Jetzt zeigen wir eine Seite. Zum Handgelenk sofort fassen, Maigiri Chunzuki. In der Kata sieht man zwei Zukis, in der Anwendung reicht auch einer. Man kann natürlich auch zwei machen. Nächster Teil. Tate Empty. Wenn der Gegner angreift, den Arm blocken, fassen und das Kinn und her ziehen. Deswegen die Hand an der Hüfte und der Ellbogen genau das Kinn. Der nächste Teil aus dem MP, die Hauptkombination. Gegner greift jetzt an Oizuki Chudan. Oizuki Chudan. Kyabutsuki. Block jetzt unten durch. Noch einmal in einer Zeit. Das nächste ist die große Wendung. Im ersten Durchgang nach dem Nugite werfen. In die andere Richtung, den Maigi, Block, fassen, Kisagiri ziehen. Das ist diese Bewegung, herziehen. Ja. Im nächsten Teil die Kombination, Kyabushutuchi, Murashutuchi. Gegner greift an, Oizuki Chodan. Block. Nochmal. Entscheidend, dass die, bevor der Zuki fertig ist, muss der Arm nach unten geschlagen werden. Jetzt. Und sofort der Gegner angriff. Und den Urazuki ebenfalls, bevor diese Hand schlagen kann. Der nächste Teil ist ähnlich wie aus der Kata Empi. Annehmen, übernehmen, jetzt nach dem Maigiri fassen, geht dann zu, der Gegner fasst und geht dann bei, kann auch immer einen Klappenzug machen. Nächstes die Bewegung, die große Wendung wieder. Zwei Varianten. Als erstes die Abwehr von der Seite. Ich kann hier offene Hand oder geht dann Shuto. Ja? Wenn der Gegner aufsetzt, Tsuki. Jetzt die zweite Technik ist Uketsuki. Fassen, dann erst Tissa geben. Zweite Variation, selber Angriff. Direkt Block und Tsuki. Bunkai, nächster Teil. Nach dem Block greift er sofort wieder an. Ja!
Im nächsten Teil, wir fassen es zusammen. Von hier. Begegne und klammer mich. Bevor du zufasst, öffnen. Nächste, Steißbein. Fassen. Und jetzt kommt der Wurf. Also das, der Wurf wird so angedeutet in der Kata. Und dann deswegen die Drehung aus der Hüfte und nicht aus der Schulter. Der letzte Teil. Ja. Aus dieser Position bleibe ich nicht so stehen, sondern Kamae. Also ich biete die Rippe an für Maligiri. Geh zurück. Kann hier mit einer Hand schlagen oder von hier die Beine und dann wegschoben. Im letzten Teil nochmal eine Ergänzung, also Alternative. Auch von hier wieder derselbe Angriff. Maligiri kommt. Tsuki, Tsuki, Hizagiri und dann rein. Beide Arme. Und in der Kata steht man Kosatachi. Gibt es natürlich auch in Nekoashi-Dachi, ja, aber die ursprüngliche Form ist Kosa-Dachi. In der Bunkai ist egal, da musst du nur sicher stehen.